Moin, hier spricht wieder euer Excel-Coach Oliver und ich werde euch heute zeigen, wie ihr Matrizen transponieren könnt. Ja, erstmal zum Verständnis, was genau heißt transponieren. Wenn ihr eine Matrix transponiert, dann heißt es im Prinzip, dass alle Spalten in Zeilen umgewandelt werden und umgekehrt. Wenn ich jetzt praktisch hier diese Matrix, das ist jetzt in dem Fall eine Spaltenmatrix, wenn ich die transponieren würde, dann würde das 1, 2, 3 sozusagen, ja, bildhaft ausgedrückt nicht mehr vertikal dastehen, sondern horizontal. Ich hätte praktisch also hier, das wäre die normale Matrix, die Ursprungsmatrix. Die transponierte Matrix würde so ausschauen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Für die Matrix ist es natürlich relativ einfach. Die ist klein, das kann man einfach per Hand hinschreiben. Aber dafür gibt es auch eine Formel. Das ist nützlich, wenn man größere Matrizen hat. Da kann man doch mal relativ leicht den Überblick verlieren, wenn man das einfach per Hand hinschreiben würde. Ja, wir müssen jetzt hier den Zielbereich auswählen. Natürlich hier, wenn das hier die Ursprungsmatrix eine Spalte, drei Zeilen hat, hat die Zielmatrix eine Zeile und drei Spalten. Dann ist gleich, die Formel heißt M-Trans für Matrizen-Transformation. Dann können wir einfach hier wieder unsere Ursprungsmatrix eingeben und dann mit Steuerung Shift Enter abschließen. Ja, wir sehen, funktioniert einwandfrei, logischerweise. Ja, ich werde euch das Ganze auch nochmal hier für eine größere Matrix zeigen, damit das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anschaulicher ist. Ich muss hier nur noch die Matrix schnell eingeben, damit wir sie auch verwenden können in der Formel. Das geht, wie gesagt, bei dieser Matrix hier nicht. Das ist einfach nur ein Textfeld, das ich mit dem Formeleditor erstellt habe. So, das hier ist eine 3x3 Matrix. Wenn man die transponiert, dann bleibt es eine 3x3 Matrix logischerweise, weil es eine quadratische Matrix ist. Und das heißt, wir haben hier Zielbereich, auch 3x3. Dann haben wir wieder unsere Formel M-Trans, müssen unsere Matrix auswählen und Steuerung Shift Enter abschließen. Ja, wir sehen schon, hier diese Zeile wurde jetzt hier in eine Spalte umgewandelt. Entschuldigung, habe ich gerade verwechselt hier. Die erste Spalte ist jetzt hier die erste Zeile. Die zweite Spalte ist die zweite Zeile. Die dritte Spalte ist die dritte Zeile. Oder auch andersrum gesagt hier, was hier die erste Zeile war, ist jetzt hier die erste Spalte und so weiter. Ja, mit der transformierten Matrix bzw. transponierten Matrix kann man in Verbindung mit anderen Formeln relativ viele verschiedene Sachen machen. Man kann mehrere Tricks durchführen. Das braucht man zum Beispiel, wenn man lineare Gleichungssysteme lösen will mit Excel. Aber wie das funktioniert, das erkläre ich euch im nächsten Video. Wenn es euch interessiert, dann schaut rein. Es ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn man das nicht von Hand rechnen will. Die meisten Taschenrechner können das nämlich nicht. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Excel-Coach.